Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Shadow of the Shadow of the Lokossos? Zu unserem Shadow of the Lokossos Let's Play. Ein bisschen Spanisch. Petzlay. 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 Also es heißt Shadow of the Colossus und das heißt Let's Play. Wir machen einfach weiter und sagen jetzt, wir spielen jetzt hier einfach los und so geht dann das. Dann ist das so, ja. Genau. Bevor wir jetzt gleich weiterspielen, wollte ich dich mal kurz fragen, ob dir eigentlich was aufgefallen ist an unserem lieben Charakter Wanda. Hat sie sein Outfit verändert? Nee, tatsächlich nicht. Also, wenn dir nichts auffällt, dann würde ich es auflösen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob du vielleicht mit der Kamera mal so einen Schwupsen nach unten gehen kannst, weil dann zoomt. Nee, nach unten. Dann. Ah, nee, macht's nicht mehr. Früher hat es dann immer rangezoomt. Naja. Ah. Ja, dreh dich mal. Kannst du dich drehen? Toll, dass er in die Richtung guckt. Er hat riesige Augen. Blau. Ja, man sieht noch nicht so viel. Ich hab leider keine Ahnung. Der hatte anfangs rote Haare. Also so rötlich, so dunkelbraun-rötlich. Also zumindest haben sie noch ein bisschen mehr geglänzt und auch seine Augen waren eher bräunlich, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne. Und seine Haut war ein bisschen ein Ticken. Also Ticken das. Dunkel. Ja, das stimmt, jetzt wo du das sagst. Ich muss mal ein anderes Let's Play, ein altes Let's Play von uns gucken. Ich dachte, das Outfit hat sich verändert, dass er jetzt, weil diese Bupsel, die da dranhängen, die sind mir jetzt erst aufgefallen, aber das kann auch sein, dass ich das einfach. Also weißt du, diese. Ach so, das da. Dieses da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Röckchen. Ja, guck das mal kurz nach. Nein, ich gucke es nicht nach, sondern ich google ihn einfach so, damit ich dir den Unterschied halt direkt. Ich muss ihn mal. Ich versuche in der nächsten Zeit. Genau, in den nächsten 2,5 Stunden versuche ich den Weg zum nächsten Koloss zu finden. So. Kann ich jetzt hier runterjumpen? Ich kann hier nicht ganz am Anfang. Ich kann hier nicht runterjumpen. Mach mal, dann springe ich einfach runter. So aus. Stimmt, er hat wirklich so rotbraune Haare. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Ah, toll. Das ist ja mal wieder super gut. Man kann es wahrscheinlich eh nicht sehen in der Kamera. Sie müssen sich einfach die alten. Sie müssen sich einfach die alten Let's Plays angucken. Aha. Hinbekommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Auch, das ist ja auch viel zu klein. Warte, ich mach mal kurz auf Übergang. Ich rufe in der Zeit das Pferd. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber. Doch, man sieht. Er hat so rötlich-braune Haare, anfangs. Und er hatte auch ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Und er hat auch einen Ticken andere Augen. Und hat er nun das Röckchen auch an? Ups, ich habe ja noch ein Hihi. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt. Was hast du noch gar nicht? Nee, ich habe das nicht nachgeguckt mit dem Röckchen. Ach so. Ich gucke das nochmal nach. Guck das mal mit dem Röckchen nach. Jetzt passiert ja sowieso nicht so doll viel. Ach so, hier sind nur. Also, wenn das ein. Doch, das ist ein Bild vom Anfang. Doch, die hat er auch schon am Anfang. Na gut, schade. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Es gibt doch da auch nochmal eine Brücke. Die da nämlich. So. Genau, über die gehe ich jetzt drüber. Aber da sind wir doch auch schon öfters rübergegangen, oder nicht? Doch, das ist auch die. Ja. Die Brücke? Ja, da sind wir doch schon richtig, richtig oft. Ach, das. Nee. Doch, ja, doch. Da sind wir auch schon ein paar Mal drüber gegangen. Das stimmt wohl. Und da war wieder der Adler. Ja, aber letztes jetzt, Mal, als ich vorführen wollte, nicht kam. Aber jetzt aber hat er mir, jetzt hat er mir, also es hieß ja irgendwie, dass der Adler eigentlich so ein bisschen den Weg weist. Heißt das jetzt, ich bin richtig gewalkt oder wollte er mir sagen, nein, das ist der falsche Weg, kehr um. Ich glaube nicht. Wanda mit den schwarzen Haaren. Ich bin am Ende bin ich bestimmt einfach eine Leiche. Also so ganz blass. Weil ich mein Leben für das ihre opfere. Monos. Richtig? Mono heißt sie. Ja, ich habe gerade auch nochmal nachgedacht. Aber ja, ich glaube schon. Und da hinten ist auf jeden Fall schon mal. Das raff ich ja jetzt. Uch, das realisiere. Uch. Das Pferd kann ja nicht springen. Oh Mann. Ich muss außen rum. Steckt jetzt fest.
Oh no. Laufe ich erstmal kurz. Du kannst ja die ganze Zeit rufen, vielleicht kommst du. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, mir wird erst jetzt bewusst, dass die Leuchtedinger, die ich ja das relativ am Anfang schon bemerkt habe, dass die an den Positionen sind, wo ich einen Koloss getötet habe. Ja, genau. Vielleicht ist mir damals auch schon gesagt? Vielleicht ist mir das auch schon mal aufgefallen, ich habe es nur vergessen. Hängt immer noch da hinten fest. Ach, Pferdchen. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht die ganze Zeit ohne Pferdchen. Nein, ich hoffe ja einfach, dass ich irgendwann so weit weg bin, dass er quasi neu geladen wird. Ja. Das hat jetzt nicht wehgetan? Der Sturz hier war viel höher als der, den ich gerade mit dem blöden Pferd runtergeplumpst bin. Und der mit dem blöden Pferd hat mir wehgetan. Das Pferd ist lost. Einfach weg. Kommt jetzt nicht mehr vor. Auch nicht in Katze mit Pferd. Will ich irgendwie in die dunkle Wolke da reinlaufen? Da waren wir doch auch schon mal. In der dunklen Wolke? Ich glaube schon. Agro, komm her. Bei Fuß. Komm. Komm zu Papa. Da, siehst du? Echt? Ach, da ist es ja. Ah, schön. Wie der schwarze Blitz. Oh, es gab mal einen Film. Nee, eine Serie. Black Beauty. Ach so, ja, nee, das war doch auch ein Film. Echt? Das weiß ich nicht. Obwohl, ich weiß es auch nicht, ich habe nur das Buch gelesen. Dann tatsächlich, weil ich dachte, ich hätte den Film als Kind in meinem Fernsehen gesehen und fand die Story halt so gut, dass Oder ist es vielleicht ein Film und ich vertausche das nur gerade und denke nur, dass es eine Serie war? Ich meine es. Ach, hier ist das. Ah, doch, hier waren wir schon. Hier komme ich ja wieder nicht rüber. Aber direkt daneben ist die Brücke, die ich letztes Mal meinte. Also du musst nicht außen rumlaufen, sondern da wäre halt einfach so eine kleine Brücke gewesen. Aber gut, außenrum hat ja auch funktioniert. Ja, hat nur länger gedauert. Aber egal. Ah, jetzt habe ich hier ja wieder kein Sonnenlicht. Jetzt weiß ich wieder nicht genau, in welche Richtung ich muss. Aber wenn ich mich nicht komplett täusche... Und hier liegt tatsächlich jetzt noch ein Koloss rum, ne? Das ist der Koloss, den du da... Und da wachsen Bäume aus dem Ross. Moment, ich muss ihn mir kurz angucken, weil ich bin noch nie an einem anderen toten Koloss vorbeigelaufen. Da wachsen einfach so Bäume. Also der ist jetzt einfach... Der vergeht halt. Ja. Der zersetzt sich. Das geht aber ganz schön schnell. Wer weiß, wie viel Zeit vergeht, wenn du da zurück zu diesem Punkt gebracht wirst. Da ist auch wieder eine Brücke. Das ist, glaube ich, die, über die du letztens gekommen bist. Über die ich letztens gekommen bin, ja. So. Ups. Dann reiten wir da einfach mal weiter in diese Richtung. Und jetzt wird es auch wieder heller. Kann ich mal ein bisschen genauer gucken. Immer noch auf dem rechten Weg. Wir müssen nach links. Und warum läufst du dann plötzlich langsamer? Get it. Gibt es eigentlich auch noch kleinere Kolosse? Oder sind die jetzt alle so groß? Also weil der eine, dieses Hundevieh oder was es da war mit dem Feuer, der... 12. glaube ich, vielleicht? Also es war doch der letzte, den wir besiegt hatten, vor dem, den wir... Nee, der 11. müsste das gewesen. Du meinst der Kleine? Nee, der Kleine, auf dem ich dann geritten bin. Ach so, ja, nee, kurz. Das war der 11. Hä, welcher war denn dann der 12? Der 12. war diese... Ach, der im Wasser, ich erinnere mich. Ja, genau, stimmt. Genau, gibt es nochmal so kleinere oder ist jetzt finito mit kleinen? Willst du das jetzt wirklich schon verraten? Oder willst du es einfach nicht doch selbst rausfinden? Ich bin da immer so ein bisschen unentschlossen. Ich finde ja auch den Weg nicht richtig raus. Also, irgendwo hier muss ich schon lang, aber... Kann man da hoch? Nee. Sieht nur so aus. Läuft schon nochmal? Ja! Stehen, Pferd. Nee, ich glaube, du musst... Ach, nee, doch, da. Also, da muss ich lang. Und ich kann ja nur... Geradeaus und da vorne dann wahrscheinlich irgendwann mal links. Hopefully. Ach, ich beantworte jetzt einfach deine Frage und ja, es gibt noch keine Gegner. Also, das sind ja jetzt auch nicht mehr so viele. Das sind ja jetzt quasi nur noch 3. Das heißt, es muss jetzt der nächste sein oder der danach kommt. Ja. Oder der ganz am Ende kommt. Aber ich glaube, der letzte war doch so ein ganz großer, oder?
Ja, klar. Das ist das, also mir ist doch so, als hätte ich das irgendwann mal irgendwo gelesen. Das ist nicht der mit dem Schwert, das war der am Anfang. So. Jetzt. Sind wir hier in der Nähe einer Ruinenstadt? Würde ich sagen, weil das hier, diese Gebäudefetzen deuten ja schon darauf hin. Und irgendwie ist das auch der einzige Weg, den ich nach links gehen konnte. Ja, da ist ein Stein. Kann ich da hoch? Muss ich da hoch? Bleib mal stehen. Ich würde ja da hochlaufen. Kann ich da überhaupt hochlaufen? Offensichtlich kann ich es nicht. Oder geht es da eh nicht weiter? Ich glaube, da geht es auch nicht weiter, oder? Ist auch keine Höhle oder irgend sowas. Es könnte höchstens sein, dass halt... Aber ich bin mir gerade mit der Orientierung so, aber genau, das kann halt sein. Wenn eins ist, werde ich es mir jetzt holen. Weil ich es kann. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du absteigst. Wahrscheinlich. Juch. Nee, aber es blinkt nicht. Es macht kein Geräusch. Dann ist da vielleicht einfach nichts. Schade. Pablo. Hä? Und einmal umdrehen, bitte. Noch ein Stück. Und los. Und los. Los, los, los. Der will nicht schneller laufen. Ne? Kann ja auf ihn drauf hauen, wie ich will. Der läuft aber nur so langsam. Wenn du währenddessen lenkst, da kann er kein Tempo aufbauen. Nee, ich lenke nicht. Hä? Okay, dann ist er jetzt gerade wirklich ein bisschen... Well, vielleicht sollte er da gar nicht lang gehen dürfen. Es wäre witzig, wenn er jetzt losrasen würde. Ja, jetzt aha, geht's jetzt geht's. Gut. Okay, vielleicht war es bergab. Können Pferde vielleicht nicht schnell bergab laufen? Das weiß ich nicht. Wir haben immer so viele Pferdefragen. Ja. Oh, vielleicht sollten wir mal irgendein Pferdesimulator spielen. Also, oh, hier ist eine dunkle Höhle. Blöd, dass ich immer in so dunkle Höhlen rein muss. Ich sehe nichts. Boah, die ist aber echt düster. Staub und. Huch! Waren wir da nicht schon mal? Das Pferd kommt da hier eh nicht weiter, oder? So hübsch. Ja, es ist jetzt wieder hier so ein bisschen Uncharted, ne? Mal, das ist auch so schön. Diesen Unterwasserblick, das finde ich ja immer ganz... Es ist auch ein bisschen entspannend. Man hat tatsächlich ein bisschen das Gefühl, man würde selbst schwimmen. Tauchen. Ja. Tauchschwimmen. Beides. Schwimmend tauchen quasi. Ja. Ich glaube, die Dinger... der Rock, den rattert die ganze Zeit schon? Ich bin mir relativ sicher, ja. Krass. Sieht gut aus. Wollte nur noch mal kontrollieren. Ich bin ja auch ein bisschen gespannt, was jetzt nun da unten mit diesem Ding ist. Wird dieser, also mit dem gelben Energieanzeigebalken, wird der einfach nur länger oder... Oh, schön. Oder hat der irgendeine Bedeutung noch? Also wieder auch so eine tiefere, versteckte Bedeutung. Was jetzt nochmal? Na hier, die rechte... Ach so, nee, da glaube ich. Entschuldigung. Keine tiefe Bedeutung. Oh, das ist schon wieder so spät. Ui. Ich habe ja The Last Guardian nie gespielt, aber das erinnert, ich finde, das erinnert so ein bisschen an die Trailer davon. Ich habe The Last Guardian ja auch nicht gespielt, noch nicht. Das gehört tatsächlich auch noch zu den Spielen, die ich unbedingt noch spielen muss. Ja. Aber genau, die Trailer erinnert mich auch sehr stark daran. Ja. Sind die nicht auch... Ah, da ist wieder so ein kleiner. Siehst du, wusste ich es doch. Okay, das ist jetzt im Grunde ja genauso wie der davor. Ein bisschen, ja. Auch bei ihm muss ich irgendwie die Rüstung runterkriegen. Irgendwo muss ich mich in Sicherheit bringen zuallererst mal.
Da nicht. Oh Gott. Ah, shit. Das war gemein. Steh auf. Das Gefühl, dass er auch länger liegt. Mm. Oh, hoppla. Und durch die Wand geklatscht. Oh, scheiße. Oh, sag mal. Oh, da sind wir jetzt aber auch echt an einer ungeschickten Stelle. Oh, shit. Also ich... Ja. Sorry, aber... Ja, da kamen wir jetzt nicht raus. Nicht so ganz meine Schuld. Nochmal. Was wollte ich denn gerade eigentlich sagen, bevor ich gestorben mit, bin? Mit The Last Guardian warst du noch irgendwie... Jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen, ne? Ja, also den wollte ich auch nochmal spielen. Ich wollte hier noch irgendwie... Oh, das ist ja interessant. Man kann auch während die Cutscene ist, die Kamera ein bisschen bewegen. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay, wahrscheinlich hat es was mit diesen Dingern da drüben zu tun, oder? Vielleicht, wenn ich hier... Aber wahrscheinlich bringt das gar nichts. Es bringt natürlich nichts. Ich weiche die einfach aus, indem ich die ganze Zeit rolle. Ah, oder auch shit. Nicht. Oh no, nicht schon wieder in so einer Ecke. Ah, oh, aber dafür, da hinten ist ein Collectible dafür. Lass mich. Mann. Ja. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Wie oft werden wir noch von dem erwischt? Oh. 1000 Mal. Ich weiß auch nicht, wie ich hinlaufen muss. Ich komme ja nicht dazu zu gucken, wo ich hinlaufen muss. Shit. Ach. Sag mir, wo muss ich hin? Ich hab's gerade auf der Map leider auch nicht so richtig gesehen, aber du musst auf jeden Fall in die Richtung abhauen. Nach hinten? Ja. Okay, dann tue ich das mal. Der ist ganz schön schnell hier. Der ist auch echt heftig, weil wenn er dich einmal hat, dann hast du halt keine Chance mehr. Ja, offensichtlich. Und ich nehme an, dass ich irgendwo hoch muss. Ich weiß nur noch nicht, wo. Da lang? Ich glaube, der Pfosten. Versuch's mal an dem Pfosten. An dem da? An dem Pfosten hochzuklettern. Obwohl, das sieht nicht so aus, das sieht auch nicht so aus. Ah, shit. Dann ist es nicht der Pfosten. Ah, nein. Na gut, aber hier kommt der jetzt erstmal nicht runter. Ja. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Ich stehe halt auf. Wer schafft es denn? Geh mal da. Kannst du da hochklettern? Nee, auch nicht. Ah. Dann dreh dich mal ein bisschen. Nee, da geht überall nichts. Eigentlich sieht man es relativ. Da kann man doch hoch. Nee, auch nicht. Aber das ist jetzt echt ein bisschen. Der kann sich hier nirgendwo festhalten. Doch, an dieser Rolle. An der, ja, da bin ich ja vorhin hochgelaufen. Ja, genau. Da vielleicht nochmal hoch, aber jetzt da kommt ist er. Da ja ist schon. Er jetzt schon. Okay, warte mal. Also da drüben ist nichts. Die Wand ist zu. Wenn überhaupt, dann muss es vielleicht da vorne noch. Ah, warte mal, guck mal. Ja. Oder wenn das... Ups, wenn ich darüber irgendwo muss? Ja. Dann ist das jetzt vielleicht nicht die intelligenteste, aber zumindest eine Möglichkeit. Könntest... Ja, wohl, riskierst du lieber nicht. Aber du kannst jetzt eigentlich auch rennen, weil er ein bisschen weiter weg ist. Und du kannst da dann über den Abgrund springen und dann bist du, glaube ich, schon auf dem Gebiet, wo du gleich hin musst. Ja, ich kann es auch einfach so weitermachen, wie ich es jetzt gerade tue. Und jetzt rennen. Genau, da kannst du dich noch nicht festhalten. Geh nach rechts. Da? Da hinten? Ah ja, genau, da ist es. Was ist das da hinten? Ja. Der Tempel quasi. Ja. Also, nee. Ah! Oh Gott, Entschuldigung. Der da. Nein, der Pfosten. Da kannst du drauf. Da oben, jetzt sehe ich das, okay. Ah, nein. Aber gut, Collectible. Sag mal auf. Ich steige den Turm und errege den... Und erregt des Kolosses Zorn, ja. Hi. Na? Was geht bei dir so?
Das ist nicht schlecht. Kletter da vielleicht jetzt mal. Du musst halt schneller sein. Ich glaube, wenn ja, du jetzt stehen bleibst, dann ist er gleich wieder direkt rechts neben dir. Das war knapp. Aber dann lasse ich ihn doch... Nee, ich muss ihn schon irgendwie hier hinterlocken, eigentlich. Oder? Guck mal, ich könnte ihn doch hier hinterlocken. Hier zum Beispiel hin. Ups. Ja. Und dann lasse ich los. Und dann renne ich ganz schnell hier vor. Und hoffe einfach, dass er so doof ist wie der Große und das nicht sofort rafft. Ups. Ja! Den Turm da. Aber du kannst nicht direkt drauf kommen, du musst erst auf die anderen Elemente klettern. Ich weiß gerade nicht wo, aber ich glaube, irgendwo hier müsstest du klettern können. Ah, scheiße. Ah, hier vielleicht, warte mal mit diesen. Nein. Muss ich von Turm zu Turm springen? Oh nein! Er hat mich nicht getroffen. Ah, oh, gut, okay. Irgendwo musst du doch hochklettern können, das kann man. Aber ich sehe das, halt leider nicht. Oh, aber gut, er hat dich da runtergeschubst. Ich sehe halt leider nicht, wo ich hochklettern kann. Ich weiß leider gerade auch nicht mehr. Aber es gibt irgendwo einen markanten Anfang. Man sieht eigentlich auch direkt, wo man auch. wo man klettern kann. Ich meine, hier kann er ja auch nicht... Eigentlich steht das auch so hervor. Also du siehst das eigentlich auch normalerweise, aber... Das heißt, ich muss jetzt doch leider den Weg gehen, den ich gerade gegangen bin, also wieder über die Säule. Deswegen liegt hier auch eine Säule, damit das so der Hinweis ist, dass man da hochklettern muss. Das habe ich alles schon begriffen. Nein! Weil für mich sieht das Guck mal, da ist auch so ein Turm. Genau, da sind ja überall so Türme. Das meine ich ja. Das heißt, irgendwo muss halt dieser Anfang sein. Vielleicht ist der aber auch da links da hinten, weißt du? Das kann Und dass ich von Turm sein, zu Turm ja. muss, ja, irgendwie. Ja. Also obenrum einfach. Warte, was ist denn da? Nee. Wenn der jetzt hier chillt, ist halt auch scheiße. Kannst du hier so hoch? Nee, ne? Wo ist er jetzt? Hinter mir offensichtlich. Wenn ich ihn jetzt hier so ein bisschen wieder verarschen kann. Nee, der sieht mich leider auch, ne? Offensichtlich. Nee, jetzt sieht er mich gerade nicht. So, wie komme ich da hoch? Hier komme ich nirgendwo hoch. Achtung. Ich glaube, er müsste dich gleich wieder haben. Oh Gott, er schreckt. Aber er springt nicht rein. Nee, das... Guck mal hier. Ah ja. Hier kann er jetzt gegenrennen, wie er will. Vielleicht kommst du jetzt da noch rauf. Von hier da rüber? Ich weiß es nicht. Ja, offensichtlich. Gut, ich habe den Anfang gefunden. Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber ich habe ihn gefunden. Und jetzt... Achso, jetzt gehe ich hier auf den hier. Wow! Und dann... Genau. Und da kannst du jetzt genau... Und was ist jetzt genau das... Also jetzt und jetzt kannst du dich mit... Genau, okay, er macht schon von sich aus. Hoch. Und jetzt schieß ihn nochmal ab, mach ihn nochmal auf dich sauer. Vielleicht macht das von sich auch aus. Aber ich glaube, du musst ihn erstmal... du musst ihn schon... Du triffst gerade noch den Turm. Ach so. Du musst... Ja, jetzt könntest du es versuchen. Ne? Ja. Ja, er ist schon sauer. Genau, und jetzt... Oh. Bin ich ganz runtergefallen. Scheiße. Ja, dann nochmal hoch. Ich bin auf dem Weg.
Hat er jetzt schon Rüstung verloren, weißt du das? Hat er noch nicht. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Nee. Es ist doch gerade der Turm umgefallen. Du musst nur auf diesen... Ich muss nur auf diesen Turm kommen. Super. Der ist da. Der ist da schon gleich. Da gleich drauf klettern. Ja. Ja, und jetzt kannst du weiter klettern. Und das muss ich jetzt mit jedem Turm machen. Also würde ich jetzt... Ja, ich meine schon. Hätte ich jetzt mal gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist relativ viel. Aber hat er jetzt Rüstung verloren? Nee, hat er nicht. Okay, gut. Ja, dann. Dann kann ich das ja aber schon mal holen hier. So. Dann jump ich da ran. Dann jump ich da hoch. Und am Ende habe ich alle Türme kaputt gemacht und... Ups. Kann ihn nicht mehr besiegen. Wo ist er denn? Da ist er. Gut. Ich darf und nicht. Jetzt musst du... Genau. Oh. Gerade so geschafft. Okay, ich verstehe. Und ist er jetzt... Aber er hat immer noch nichts verloren. Er hat immer noch nichts verloren. Okay. Interessant. Und das muss ich jetzt machen, bis er da hinten ist, bis ich da hinten bin. Ich muss ihn dann aber auch von der richtigen Seite den Turm umstoßen lassen, oder? Also im Idealfall eigentlich so von hier. Er müsste eigentlich von hier so kommen, oder? Aber wenn er jetzt von dort den Turm umstößt, dann würde das ja rein von der Logik her, von der Physik nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn er ihn so umstößt und es nicht funktioniert, wie es funktionieren soll... Du weißt, was ich sagen will. Gut. Wo ist denn das? Muss ich hin? Darüber auf die Dingens, ne? Achso, aber ansonsten, wenn der jetzt unten... Er hat nur einmal zugestoßen. Ah, muss zweimal? Ja. Also wenn der jetzt eh umgefallen ist, dann ist der ja auch so, dass ich trotzdem von hier aus quasi wieder auf die Felswand darauf klettern könnte. Ah. Also so halt. Ja. Dann kann ich auch so hoch. Dann mache ich das jetzt hier nochmal. Okay, interessant. Ups. Ah! Nein! Ach, gut. Ups, das war der Turm. Stirb, Turm, stirb! Ja! Ach, ich will, ich kann ja euch nicht folgen. Geht weiter. Ist aber interessant, dass jetzt sind ganz schön viele Hinweise gekommen, ne? Wirklich? Ja, was? Also das hier, das ist ja schon der zweite sozusagen, wo ich mir denke, ja, aber der ist ja sogar halbwegs logisch. Aber muss ich jetzt einfach auf den Turm darüber? Ich glaube, du kannst noch eine zweite Höhe. Muss ich mich jetzt erstmal ausruhen. Oh. Oh, ich bin wieder ganz so... So, und jetzt würde ich darüber hüpfen und den halt auch noch umwerfen lassen. Genau. Oh Gott, das war dumm. Warum? Weil ich eigentlich Anlauf nehmen wollte. Ach so. Und wo stürzt der jetzt hin? Siehst du dann gleich, aber jetzt stürzt er noch gar nicht, weil er hat nur einmal dagegen gestupst. Dahin? Und dann darüber, oder? Und dann komme ich da oben drauf. Okay, interessant. Hat das gerappt? Rot, er hat rote Augen. Ja. Ah, okay.
lass es bitte ein Event sein. Ein Event? Naja, so dass ich mich nicht festhalten muss oder so ein Scheiß, aber es war ja eh eine Cutscene. Und ich chill hier unten auf dem Boden. Ich will wegrennen. Ich kann nicht. Ja, ich weiß, aber sobald er aufsteht. Wo muss ich denn hinrennen? Aber da vielleicht? Du siehst, na, obwohl, das ist auch nicht schlecht, stimmt. Und ich muss da hoch, oder? Guck mal da, so. Vielleicht will ich doch schon mal die Tschertschen. Dann muss ich wahrscheinlich hier drauf. Und jetzt? Kommt ihr da rausgerannt? Ja. Ich glaube, jetzt ist klug, wenn du einmal nochmal mit Pfeil und Bogen arbeitest. Auf ihn schießen. Aber so treffe ich doch wieder mit dem Turm. So. Jetzt hat er nämlich seine Rüstung verloren. Ach, und jetzt muss ich wieder auf ihn draufspringen und auf ihm reiten. Du hast ja gefragt, ob nochmal ein kleiner kommt. Ja, aber ich wusste nicht, dass es nochmal exakt das gleiche Prinzip ist wie der davor. Ja. Naja, obwohl es komplett gleiche war es ja nicht. Es war ja mehr ein Umgebungsrätsel. Och. Gut. Na! Na! Ist schon wieder nicht genug. Jetzt. Hat nicht gereicht. Der hat aber, glaube ich, kurz zugestochen. Mhm. Der, also das ist ja jetzt quasi und dann, aber jetzt und dann, siehst du, das hat überhaupt nichts, hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt? Nee, jetzt bin ich kurz aufgestanden. Oh Mann! Und jetzt rennt er los. Och. Ach. Ja. Hä? Oh! Ja. Okay. Dann warte ich jetzt hier einfach kurz. Mach mich auf. Her. Jetzt, jetzt. Ja. Sehr gut. Und komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Puh. Ah. Herrlich. Schild des Kolosses. Oh. Tot ist er. Musik ist so traurig. Ja. Ui, das ist aber auch neu, ne? Das hatten wir es auch noch nicht. Ich bin gerade gestorben, Entschuldigung. Nein, nee, bist du gar nicht. Na, ich war der Koloss, ich bin gestorben. Ach, du warst jetzt der Koloss? Ja, ich hast du gerade gehört, ja. So sterbe ich. So sterbe ich. So, dann mal gucken, was der nächste ist. Das war jetzt der 14. Schon, es sind noch zwei übrig. Ja. Also, aber den sieht man halt. Jetzt sieht man halt die Statue echt nicht mehr. Nee, ne? Beim Zerstören nicht, aber dann beim Vorstellen. Ja, ja, klar, aber das ist schon ein bisschen... Ja. Sehe ja schon gerne, wie Sachen zerstört werden. Deswegen spiele ich doch, damit ich am Ende alles zerstören kann. Ja, stimmt. So. Ist auch immer bei anderen Spielen. Das bist du jetzt noch mehr aus wie tot, oder... Mich würde ja auch interessieren, was eigentlich mit diesen Pferdemenschen, also die auf dem Pferd angeritten kamen, in der vorherigen Cutscene, was da immer noch ist.
Ein Riese ist tief ins Tal gestürzt. Er ist der Speer einer vernichteten Stadt. Schon wieder einer Stadt. Mhm. So, ich gucke noch ganz kurz, wo ich hin muss. Und dann war's das auch schon. Ja. Kannst du schon? Ja. Lauf los. Nein. Jetzt. Dauert manchmal ein bisschen. Ja, die Szene muss auch die weißen Tauben wieder. Tauben sind ja auch ein Zeichen für Frieden. Wieder nach drüben. Aber das ist eine andere. Also, weil das letzte, bei dem davor waren wir in diese Richtung, genau. Und jetzt sind wir in diese Richtung, ja. Gut. Dann war es auch das mit dem Let's Play. Guck, ich habe doch gesagt, beim nächsten vergesse ich es. Das ist eigentlich ist das nur so ein Running Gag. Eigentlich denkt sie die ganze Zeit dran, das ist nichts anderes, an was die Lisa hier denkt. Ah, ja. Nur jetzt hat sie es halt einfach wieder, jetzt muss sie es halt natürlich wieder so tun, als hätte sie es vergessen. Ja, ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt. Genau. Gut, dann war es das mit dem 14. Koloss. Wir verabschieden uns, freuen uns aber, wenn ihr uns wieder Kommentare da lässt. Lasst. Du lässt auf was? Naja. Lässt auf was Kommentare da? Genau. Einen Daumen nach oben. Abonniert am besten, falls ihr das noch nicht getan habt. Oder Freunde dazu anregt zu abonnieren. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer wieder gerne. Und ansonsten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal ist der 15. Koloss dran. Und ich glaube, das wird noch mal länger als jetzt. Von dem her, ja. Machen wir es kurz. Tschüss. Tschüss.